Jo, was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal mit Ryan Tuck am Start. Wir sind immer noch im Legacy und Nein. Freunde, heute gibt es eine kleine Kombination, die sich auch wieder auf das Video bezieht von letzter Woche. Was? Naja, na, schafft das? Ja. Weißt du, welches Video er meint? Ja, ohne Witz, ich dachte gerade, ja nochmal, letzte Woche. Letzte Woche. Du wickst da, Digga! Ich war mir sicher! Da kommt er, Digga! Ich habe letzte Woche den Dutch Style Low-Kick und diesen, ich weiß gar nicht, wie man den nennt, Thai Low-Kick oder so, auf jeden Fall, den habe ich erklärt. Und dafür gibt es heute eine kleine Kombination, wie man das Ganze einbauen kann. Und ich habe mir eine Kombination überlegt, ihr könnt das natürlich einzeln machen. Wir können jetzt theoretisch zwei Kombinationen machen. Einmal eine Kombination für diesen eingesprungenen, eine Kombination für den Dutch Style Low-Kick. Aber ich dachte mir, wir können auch einfach eine Kombination nehmen, wo wir beide einfügen. Und das finde ich eigentlich sogar noch richtig nice. Ist auch egal. Auf jeden Fall kommen wir links, rechts, linker Haken und dann kommen wir mit dem Dutch Style Low Kick. Das heißt, hoch, links, rechts, linker Haken. Jetzt hier, Dutch Style Low Kick. Ich bin eng, ich lasse natürlich meine Hände oben. Wupp. Jetzt setze ich hier ab, komm wieder mit dem linken Haken und komm jetzt, wupp, mit dem eingesprungenen Low Kick. Ihr könnt halt immer variieren. Also guck mal, ich hätte jetzt auch nach dem rechten Low-Kick, hätte ich jetzt auch rechte gerade, linke Haken und den rechten Low-Kick machen können. Ja? Das ist immer variabel. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, Freunde. Meine Überlegung bei der ganzen Sache war diese. Ich treffe ihn hier mit dem Low-Kick, ja? Und jetzt will ich ja den harten Low-Kick noch anbringen. Das heißt, ich will ihm keine Zeit geben, dass er überhaupt darüber nachdenken kann, was mache ich. Und wenn ich ihn hier direkt, ich treffe ihn hier, ich ziehe ihn direkt mit dem linken Haken hier wieder rüber. Also machen wir eine Doppelhänge kurz. Guck mal, ich mache so, 1, 2, 3. Ich treffe ihn hier, jetzt schiebe ich ihn hier rüber. Und springen gleichzeitig in die entgegengesetzte Richtung. Da hat er einfach viel weniger Zeit zu reagieren. Ja, als wenn ich die rechte schlage, könnte er vielleicht sogar schon einen Step nach hinten gehen, was auch immer. Ich finde es einfach nice, direkt dann wieder den Kick vorzubereiten, ja? Nicht zu eng stehen, Hände schon oben lassen beim Dutch Style. Bei dem gesprungenen Kick könnt ihr die Hände runternehmen. Ich komme, 1, 2, linker Haken. Jetzt komme ich. Low Kick. Wumm. Guck mal, ich mache jetzt, es gibt verschiedene Varianten. Wir könnten beim Zurückziehen des Low Kicks, wumm, den Haken schlagen. Und dann wieder rüberkommen. Oder wir setzen das Bein hinten ab und schlagen dann den Haken. Das heißt, könnt ihr jetzt auch nach dem Low Kick absetzen, linke Haken, wupp, rechter Low Kick. Das finde ich immer persönlich ganz geil, weil ich dann immer noch ein bisschen mehr Druck im Haken habe. Ich meine, hier hat man auch Druck im Haken, aber nicht ganz so viel. Und ich will ja sein Gewicht rüberbringen. Ja, das heißt, ihr könnt jetzt variieren, wie ihr das machen möchtet. Ihr könnt entweder, macht ihr links, rechts, linke Haken, wupp, wupp. Das heißt, beim Zurückziehen kommt wieder der linke Haken und der eingesprungene Low Kick. Ja, das können wir machen. Es ist aber schwierig, hier direkt dann den Haken zu schlagen und dann wieder den Schwung zu kriegen, um euch rüber zu drücken. Also ich finde es halt persönlich schwierig, wenn ich das Bein zurück mache und ich mache den Haken, dann müsst ihr ja beim Aufkommen direkt wieder rüberspringen. Und das ist halt, dafür braucht man extrem viel Explosivkraft. Deswegen gibt es noch eine andere Variante, die finde ich persönlich auch ein bisschen geiler. Ihr setzt das Bein erst ab. 1, 2, 3. Wo? Absetzen. Den linken Haken nur aus dem Arm schlagen. Das ist jetzt extrem wichtig. Ich setze das Bein ab, wupp, schlag den linken Haken nur aus dem Arm und spring dann rüber. Das heißt, nach dem Low Kick, hier, wumm, schlage ich ihn nur aus dem Arm und spring dann direkt rüber, weil ich will ihn jetzt rüberziehen, um meinen harten rechten Low Kick anzubringen. Das ist halt extrem wichtig. Ihr dürft jetzt nicht halt nochmal hoch, wie ich bei dem anderen Video schon erklärt habe, so machen, wumm, euer ganzes Gewicht hier rüberbringen und versuchen von hier einen Low Kick zu bringen. Das dauert viel zu lange. Ihr müsst einen schnellen explosiven linken Haken schlagen, um sein Gewicht rüberzubringen und um euren rechten Low-Kick vorzubereiten. Ja? Das heißt, nicht zu weit rüberlehnen. Nochmal die ganze Kombination mit dem Stehenbleiben. Ich komme. 1, 2, 3. Wo? 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 Nochmal. Nochmal. Also das ist jetzt eine Sache, die ist wichtig. Egal, ob ihr den Haken schlagt, wenn ihr das Bein zurückzieht, oder wenn das Bein schon steht. Ihr müsst darauf achten, dass ihr nach dem Low Kick das Bein wieder ordentlich hinten absetzt. Ja, weil wenn ihr das nicht macht
und ihr steht zum Beispiel zu eng, könnt ihr da keinen geilen linken Haken schlagen, dann fallt ihr komplett auf die Fresse. Deswegen achtet darauf, dass ihr wirklich nach dem Haken, wo jetzt, selbst wenn ich das gleichzeitig mache, dass ihr das Bein gut abstellt, okay? Und lehnt euch beim Haken auch nicht zu weit nach hinten. Wenn ihr jetzt den Loki gemacht habt, macht nicht so, also lehnt den Oberkörper nicht zu weit nach hinten, sondern bleibt hier vorne, weil ihr wollt jetzt ja 45 Grad nach links springen, ja? Deswegen nicht nach hinten lehnen. Und schaut mal Leute, das Ding ist, ich kann mit meinem Arm jetzt immer noch nicht so extrem explosiv schlagen. Deswegen möchte ich das Ganze auch noch nicht machen. Ihr müsst euch das aber so vorstellen, diese Kombination lebt irgendwo davon, dass man sie schnell macht. Deswegen versucht euch das so mal so in den Kopf ein bisschen einzuprägen. Das sind theoretisch zwei Kombinationen und wir versuchen die auch richtig schnell zu machen. Also das heißt, ich mache 1, 2, 3, wupp, wupp, wupp. Das heißt, ich habe eine schnelle Kombination nach dem, also ne, bis zum Low-Kick, 1, 2, 3, wupp. Linker Haken, rechter Low-Kick. Ihr habt dann eine minimale Sekunde Pause nach dem Low-Kick. Das heißt, ihr werdet hier, ich mach's nur mal kurz in die Luft. 1, 2, 3, wo, wo, wo. Ja? Ich kann halt, wie gesagt, ich darf den Arm noch nicht so durchstrecken. So würde das Ganze aussehen. Okay? Explosiv und schnell, Freunde. Das wäre das Ganze zu der Kombination. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich will das jetzt in Zukunft mit Ryan Duke sowieso so machen, dass wir immer eine Anfängertechnik machen und darauf dann eine Anfängerkombination beziehen. Oder wir machen eine Anfängerkombination und beziehen eine fortgeschrittene Kombination darauf. Wisst ihr, dass das so weiterführend ist? Klar kann es zwischendurch auch mal sein, wenn man ein geiles Special hat, dass sie sich nicht aufeinander beziehen, aber ich werde das dann auch immer in den Titel schreiben. Zum Beispiel Anfängerkombi 1 und fortgeschrittene Kombi 1. Das heißt, die gehören zusammen, dass ihr das wisst so ein bisschen, ja? Wie ich halt so gedacht habe, gestern alleine, wo ich richtig müde war. Wahrscheinlich habe ich mir so richtige Scheiße ausgedacht, Digga. Bestimmt steht da nur so richtig Crap, Digga. Hä, was habe ich da geschrieben? Warum ist da ein Smiley, Digga? Ja. Du, steht das so? Ja. Nee, Freunde, also nur, dass ihr Bescheid wisst. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.